Hi zusammen, hier ist wieder Christian von AppDated und heute mit einem Benchmark-Vergleich zwischen dem Moto G2 auf der linken Seite und dem Huawei Ascend G620S auf der rechten Seite. Warum dieser Vergleich? Ja, für viele von euch sind Benchmarks bzw. Vergleiche in Benchmarks nicht das Gelbe vom Ei. Doch um die objektive Leistung eines Smartphones zu nutzen, sind sie relativ gut. Für mich persönlich muss ich sagen, dass für mich eigentlich eher die subjektive Leistung zählt. Nichtsdestotrotz spielen beide Geräte in der gleichen Liga. Das heißt, wir haben hier Einsteiger-Smartphones zu Preisen zwischen 150 und 190 Euro. Auch von der Komponente, von der Hardware-Komponente sind sie relativ gleich. Wir haben bei beiden Geräten ein 5-Zoll-Display mit HD-Auflösung, das heißt 1280 Pixel in der Vertikalen mal 720 Pixel in der Horizontalen. Auf der linken Seite im Moto G2 haben wir einen Qualcomm Snapdragon 400 Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz. 1 GB Arbeitsspeicher und eine Adreno 305 GPU. Auf der rechten Seite beim Huawei Ascend G620S haben wir einen Tick bessere Hardware-Komponenten, das heißt eine Qualcomm Snapdragon 410 Quad-Core mit 1,2 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher und eine Adreno 306 Grafikeinheit, zudem 8 GB interner Speicher. Rein von den technischen Daten dürfte das allerdings nicht allzu viel ausmachen. Wir werden in diesem Benchmark-Vergleich wieder den AnTuTu testen, Quadrant, Geekbench 3 und den Sun Spider Browser Benchmark. Und anfangen werden wir wie immer mit dem Quadrant. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, wo jedes einzelne Gerät dann hier liegen wird. Und vielleicht könnt ihr das sehen, also bei mir ist es nur allzu deutlich, das Schwarz bei dem Moto G2 ist eigentlich viel, viel besser als hier auf der rechten Seite bei dem Ascend G620S. Und ich versuche natürlich zeitgleich diese Benchmarks zu starten. Kann natürlich vorkommen, dass ich auf der einen oder anderen Seite mal etwas langsamer bin. Im Endeffekt zählt aber das Ergebnis und das werden wir wahrscheinlich schon in Kürze sehen. Aktuell ist das Huawei Smartphone etwas weiter vorne. Und was man momentan auch sehr gut sehen kann, ist die Anordnung der Buttons im unteren Bereich. Huawei verbaut die unterhalb des Displays, das heißt, wir haben hier wirklich richtige 5 Zoll an Display vorhanden, das heißt über die komplette Breite, während hier beim Moto G2 die Display-Tasten oder die Tasten auf dem Display angeordnet sind und so etwas an Raum wegnehmen. Und jetzt kommen wir schon zu einem der letzten Testpunkte im Quadrant-Benchmark und ich denke, in wenigen Sekunden müssten die ersten Ergebnisse eintreffen und fast zeitgleich enden wir auch hier und wir wollen uns das Ganze anschauen mit 11.275 Punkten bei dem Huawei Ascend G620S gegenüber 5.195 Punkten bin ich etwas überrascht, dass das dann doch so wenig ist, denn der Unterschied ist anscheinend wirklich brachial momentan. Gegebenenfalls hängt das allerdings auch mit den Betriebssystemen zusammen, denn auf der rechten Seite kommt noch Android 4.4 KitKat zum Einsatz, also hier bei dem Huawei-Smartphone, auf der linken Seite bereits Lollipop. Im nächsten Bereich werden wir mal auf den Geekbench 3 überschwenken und das Ganze dann öffnen, Accept. Und hier könnt ihr nochmal sehen, was hier verbaut ist. Adreno 305 auf der linken, Adreno 306 auf der rechten Seite. Gleiche Taktung eigentlich. Und hier könnt ihr auch nochmal das Betriebssystem sehen, nämlich Android 5.0 bei dem Motorola Smartphone und Android 4.4.3 bei dem Huawei G620S. Und los geht es. Und wir wollen mal schauen, was im Geekbench 3 so rüberkommt. Und auch hier liegt das Huawei Smartphone einen Tick weiter vorne. Und das werdet ihr spätestens nachher sehen im AnTuTu, da dauert das relativ lange, wenn die Benchmarks laufen und an den entsprechenden Stellen werde ich dann das Video einfach etwas vorspulen, damit ihr nicht allzu lange warten müsst. Jetzt sind wir hier bei 34, 36, so langsam geht das Huawei Smartphone in Führung, das heißt, kann den Vorsprung etwas ausbauen. Ja, jetzt ist es wieder fast relativ gleich bei 41%. Und ihr seht, bei diesen Einsteigergeräten dauert das relativ lange, bis so ein Benchmark wirklich komplett durchgeschossen hat. Im Vergleich dazu ein Note 4 zum Beispiel, High-End Phablet mit Qualcomm Snapdragon 805 Prozessor und ich glaube eine Adreno 420 Grafikeinheit, also wesentlich besseren Hardware-Komponenten, liegen wir beim Geekbench in einem Bereich von 1200 im Single-Score, Core-Score und im
Multicore-Score bei um die 3000, 3200. Und da wollen wir mal schauen, wo wir mit diesen Geräten hier liegen. Also ich würde mal auf die Hälfte vielleicht tippen im Single-Core-Score. Und in wenigen Sekunden müsste es schon soweit sein. 76%. Und wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Ende vom Geekbench 3 Benchmark. 95% beim Huawei Smartphone. Und damit sind wir am Ende. Und ich lag gar nicht so schlecht. 466 Punkte im Single-Core-Score beim Huawei Ascend G620S und 1336 im Multicore-Score auf dem Huawei-Device. Links, das Moto G2 ist jetzt auch fertig und ist etwas schlechter. 3,39 zu 4,66 und 11,63 zu 13,63 Punkte. Das heißt, auch in diesem Bereich gewinnt das Huawei Ascend G620S. Den nächsten Benchmark, den ich aufrufen werde, ist der AnTuTu-Benchmark. Und dort haben wir ihn auf dem Huawei, dort auf dem Motorola-Smartphone. Und dieser Benchmark dauert relativ lange, von daher werde ich ihn an den entsprechenden Stellen vorspulen, das Video, und dann sehen wir uns in wenigen Sekunden wieder. So langsam aber sicher kommen wir dem Ende entgegen und mit meinen Worten sind wir auch schon am Ende angelangt. Und ihr seht die Ergebnisse relativ weit unten auch natürlich. 19.047 Punkte für das Moto G2 und 18.992 Punkte für das Huawei Ascend G620S. Das heißt, sie liegen schon im selben Bereich. Und wenn ich jetzt hier mal die Liste durchscrolle, könnt ihr sehen, Samsung Galaxy Note 4 hier oben mit knapp 50.000 Punkten, OnePlus One ganz weit vorne, genauso wie das Huawei Mate 7 oder auch das Google Nexus 5 noch im oberen Bereich. Das heißt, man sieht hier schon sehr deutlich, dass man hier es mit Einsteigergeräten zu tun hat. Und ich habe hier auch schon ein Gaming-Video hochgeladen vom G620S. Dort könnt ihr dann sehen, dass es zwar ein Einsteigergerät ist, aber dennoch auch zum Zocken geeignet ist. Last but not least natürlich nochmal der SunSpider Browser Benchmark und den werde ich auf beiden Geräten mit Chrome durchführen lassen. Und was ich euch auch schon sagen wollte, ich hoffe, ihr könnt das sehen und ein ausführlicher Vergleich zwischen beiden Geräten kommt auch noch, aber die Oberfläche des Displays oder das Display an sich bei dem Huawei Smartphone spiegelt doch relativ stark. Also aus meiner Perspektive ist das Moto G2 vom Display her wesentlich besser, was die Blendung anbelangt, beziehungsweise ja, die Blendempfindlichkeit. Da ist das Huawei Smartphone doch etwas schlechter. So, ich rufe jetzt mal auf beiden Geräten den SunSpider Browser Benchmark auf und der gibt uns Auskunft darüber, wie gut die Browser Experience, das Surf-Erlebnis also auf den beiden Geräten ist. Nachher wird eine Anzahl oder eine Angabe in Millisekunden ausgegeben. Und je niedriger die Anzahl ist, also je niedriger die Millisekunden sind, desto schneller oder desto besser ist die Browser Experience auf den jeweiligen Smartphones. Und ich werde die einfach mal nacheinander ablaufen lassen. Und nach einem kleinen Warm-up geht das hier auf der rechten Seite mit dem Huawei Smartphone los. Denn hier werden natürlich Daten aus dem Internet abgegriffen. Und wenn ich mit beiden Geräten gleichzeitig reingehe, könnte das die Ergebnisse etwas verfälschen. Deswegen zuerst das Huawei Smartphone, danach nochmal das Moto G2. Und auch hier wieder Referenzwerte oder Vergleichswerte zu aktuellen High-End-Smartphones, iPhone 6 bzw. auch Note 4, die liegen alle so in einem Bereich von 340, 380 Millisekunden, was schon richtig Bombe ist und richtig schnell ist. Das war vor ein, zwei Jahren noch locker das Doppelte bis Dreifache. Und ich denke mal, wir werden hier mit diesen Geräten so in einem Bereich von 800 bis 1000 Millisekunden liegen. Das heißt, ihr könnt natürlich surfen. Wer natürlich ein iPhone besitzt, beziehungsweise ein anderes hochklassiges Gerät, ein High-End-Gerät, wird natürlich deutlich schneller hier surfen können. 19
13,8 Millisekunden, also 1913,8 Millisekunden auf dem Huawei-Smartphone, was schon ein relativ schlechter Wert ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also diesen Wert hatte ich auf Geräten von vor 3 Jahren vielleicht, aber nicht mehr bei aktuellen Geräten aus dem Jahr 2014. Und während wir uns noch über diesen Wert hier wundern, auf der rechten Seite startet auch schon auf der linken Seite das Moto G2. Und sobald der SunSpider Browser Benchmark abgeschlossen ist, werfen wir nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Oberfläche bzw. die subjektive Performance auf beiden Geräten. Wie gesagt, links das Moto G2 mit Android 5.0 Lollipop, also der neuesten Android Firmware. Auf der rechten Seite läuft noch 4.4.3 KitKat. Auch keine schlechte, allerdings auch von der Performance noch nicht ganz so herausragend wie Android 5.0 Lollipop. 3-2-1. Und wir müssten auch dann jetzt mit dem Moto G2 auf der linken Seite gleich fertig sein. Und schauen uns einfach mal an, was hier ausgespuckt wird. Und jetzt sind wir auch hier fertig. Nein, ich möchte es nicht übersetzen und ich möchte es auch nie übersetzen. Und wir kommen hier auf einen Wert von 1650,3 Millisekunden. Das heißt, das Moto G2 ist im Bereich der SunSpider Benchmarks etwas besser. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Huawei Smartphone bis auf den AnTuTu minimal schlechter, SunSpider auch etwas schlechter, eigentlich die Nase vorn hatte. Das heißt, wir haben rein benchmarktechnisch gesehen auf dem Huawei Smartphone das etwas bessere Gerät. Und wenn ich jetzt hier über die Oberfläche scrolle, könnt ihr sehen, dass Huawei hier auch überhaupt keine Probleme hat, die Oberfläche flüssig zu gestalten. Auf der linken Seite das Moto G2 und ihr könnt auch hier sehen, das ist absolut flüssig. Wenn ich den App Drawer öffne und wieder schließe, funktioniert das wirklich 1:1 und das ist ohne Probleme möglich. Ein App Drawer habe ich hier auf dem Huawei Smartphone nicht, denn alle Applikationen werden direkt auf den Screens abgelegt. Das war's mit unserem Performance- und Benchmark-Vergleich zwischen dem Moto G2 und dem Huawei Ascend G620S. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich würde mich über ein Abo freuen, natürlich über Kommentare, Kritik und Anregungen zu diesen Videos und zu zukünftigen Videos. Bis dahin, macht's gut.